Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge DayZ Standalone. In der letzten Folge bin ich hier oder habe ich hier ausgeloggt. Dann ist der Server rot geworden und ich habe die Meldung bekommen, my lag is painful. So, jetzt keine Ahnung, wo der Sniper ist. Aber ich werde jetzt erstmal, glaube ich, darüber rennen. Ja, ich muss auch was essen. Jetzt ist der Server wieder okay. Ob die Meldung jetzt hier eine Fraktur ist, es nicht. Die hätte man erkannt. So, jetzt gehen wir hier erstmal rein. Ah, da wird noch geschossen. Hilft nicht. So, hoffentlich können wir jetzt wieder... Ja, jetzt kann ich die Waffe endlich wegstecken. Was die ganze... ruiniert. Ich habe ein paar dicke Dinger abgekriegt hier. So, ich muss aber ein bisschen was essen, um mit der Heilung anzufangen. Weil ich denke, noch so ein Ding stecke ich nicht. Oh, der Server leckt schon wieder. Okay, hilft nicht. Es hilft nicht. Ja, das ist immer so ein bisschen ärgerlich, dass die Server, auf denen was los ist, dann gleich wieder wie Hund lecken. Das ist so kaum spielbar. Kannst die Waffe nicht wegstecken, kannst nicht schnell rennen, etc. Ne? Ja, da geht's jetzt weiter. So, gucken wir mal hier. Oh, das ist nah dran. Kam irgendwo von da. Ah, my leg is painful. Okay. Wenigstens geht die Tür auf. Oh. So, jetzt schnell hier rein. Ist das grausam. Inspect. Komm, wir geben Eat All. Hilft nicht. Ja, guckt euch das an. Na gut. Jetzt gehen wir gegen. Schnauze voll. Wenn wir nichts essen können, nehmen wir wenigstens noch einen mit. Da oben nicht. Thank you.
Boah, der nimmt keinen Befehl an. Verdammter Mist. Okay. Wir haben es also nicht überlebt. So, lassen wir ihn noch. Guck, also der Server hat so schlecht Befehle angenommen. Wir konnten nicht essen, wir konnten uns nicht heilen. Oh, naja. Auf jeden Fall haben wir jetzt unsere PvP-Erfahrung gemacht und das ist doch schon mal gut. So, da sind wir wieder. Wo sind wir denn jetzt? Auf jeden Fall war Berenzino, oder wie der Ort jetzt genau ausgesprochen wird oder heißt, ein guter Tipp. Da kann man gut hingehen, wenn man ein bisschen PvP machen will. So. Jetzt rüsten wir uns aber neu aus. Mal gucken, wo wir hier sind überhaupt. Ich habe gerade keinen Plan. Oh, guck. Schöne Wollmütze. Und was zu essen. Ja, jetzt macht das. Ich weiß nicht, ob die Serverabfragen, wenn viele Spieler in einer Ecke sind, irgendwie problematisch sind. Aber ihr habt es ja eben gesehen, man konnte tatsächlich nichts essen. Ne, und wir haben schon ziemlich grau aus der Wäsche geguckt. Und genau das ist dann das Problem. Ein Schuss. Na, jetzt hört er hier aber schon wieder auf. Also der Server läuft echt schlecht. Schade. Jetzt hat er es erst. So, ein bisschen was gegessen haben wir. Ah, Schulranzen. Auch tippitoppi. So. Boden wäre noch gut, damit wir, boah ey, Antwortzeiten sind echt übel, mal gucken, wie ist mein Ping so extrem schlecht, oh ja, nicht sonderlich gut, dann wundert es mich auch nicht. Wenn man da ein ganzes 60er Magazin reinpumpt und man da nichts trifft. So. Ach, guck. Da ist auch schon auf. Gammeliger Apfel, der bringt uns nichts. Ach, guck, da hat einer seine Taschenlampe weggeschmissen. Der ist ja auch am Arsch der Welt gespawnt, wie ich. Ja, da ist er. Nee. Entschuldigung. Der wurde gefressen. So wie es aussieht, gucken wir mal. Jo. Ja, oder hat sich vom Zombie umhauen lassen, weil er hier nicht loslaufen wollte. Bei Runterstürzen geht er hier nirgendwo. So, in welche Richtung laufen wir denn mal? Ich habe echt keinen Plan, wo ich bin.
geht so bergab hier. Vielleicht geht's da Richtung Küste. So zu sein, ne? Da hinten ist zwar alles ziemlich nebelig, aber das sieht so aus, als wenn da die Küste ist. Jetzt hat er schon wieder Hunger. Ihr habt doch gerade erst eine ganze Dingens gegessen hier. Gleich erstmal, wo wir sind. Ja, aber echt nicht schlecht. Also Berenzino muss ich mir mal merken. Gut, schade um das Equip, aber mein Gott, ist ein Spiel und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Weil da lagen echt eine ganze Menge Sniper rum. Der Typ, der versucht hat, mich in der letzten Folge da noch zu bekommen, der mir hinterhergelaufen ist, da habe ich mich ja auch verbunden noch. Den habe ich ja Gott sei Dank noch mitgenommen. So, ach, hier sind wir. Boah, gut, es geht, ist nicht allzu weit. Das werde ich aber die Folge jetzt hier nicht euch antun, das ganze Gelaufe. Ja, da kommt mir schon ein Zombie hinterher. Boah, die haben Reichweiten in der Agro, das ist echt Wahnsinn. So, ja, ich würde sagen, machen wir eine etwas kürzere Folge heute. Weil das ist jetzt nicht so spektakulär. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis zu dem Let's Play Together. Ich nehme gerade ein bisschen im Voraus auf. Das heißt mehrere Folgen an einem Tag, weil ich bald eine Woche weg muss. Und für genau die Zeit nehme ich die Folgen schon auf. Das heißt, mein letzter Stand waren 5, die mitmachen wollten. Da nochmal die Bitte an euch, wenn ihr daran teilhaben wollt, aus der Folge 81, dann da einfach drunter posten. Der Robert hat einen TS-Server aufgetan, wo wir uns abstimmen können. Und ja, dann da kommt schon der nächste. Ist bestimmt der. Moin. Moin. Was? Ja, alles gut. Da hinten sind ein paar Leute. Jojo, ich habe eben auch ein schönes Gefecht gehabt im Berenzino. Pass auf, ja, da bin ich jetzt. Ja, dann viel Erfolg. Pass auf, da kommt eine. Ja, das sind meine Kumpels. Viel Spaß noch. Jo, ja. So, was wollte ich sagen? Tragt euch halt einfach in Folge 81 ein. Da rennt der nächste. Hier, jetzt. Versuch's in zig Folgen. Na, die rennen dann alle hin. Der Server ist vielleicht nicht schlecht. Nein, ich tu dir nix. Ich tue dir nichts, ich laufe hier nur vorbei. Ja, bleib locker. Wir sind ganz platt da. Wo bist du denn? So, aber auf jeden Fall. Tragt euch in der Folge 81 ein und dann können wir das jetzt wirklich in den nächsten Tagen machen. Wo bist du denn? In die andere Richtung.
Ja, nein, wirklich, aber du wirst ja wohl ein Ziel haben. Balota. Balota, er viel. Genau. Ja, sind wir gerade gestorben. Der sieht ein bisschen schlecht aus. Also da hängt irgendwie so eine Gruppe ab. Das sind 5 oder 4 Leute. Das sah so aus, als wäre das irgendwie ein Clan oder sowas. Also ich weiß nicht. Ja. Ich will dich nur informieren darüber. Ey. Ich will dich nur informieren darüber, ich nehme das gerade hier für YouTube auf und erzähle gerade etwas. Ach so, alles klar. Kein Problem. Ja, dann erschlagen wir dich jetzt und dann kannst du ein neues Video machen. Ja, viel Spaß dabei. Also, bis dann. Okay. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nicht eine ganz so lange Folge machen, aber jetzt haben wir die beiden dann auch getroffen. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Also die letzten beiden Folgen waren ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen interessanter, was Gefechte angeht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und ciao.